Sophia Flörsch hat sich für uns heute die Zeit genommen, um eine ihrer Lieblingsstrecken aus der DTM mit uns durchzufahren. Sophia, wo nimmst du uns mit hin? Ich fahre heute mit euch am Norrisring mit meinem, ich bin ja letztes Jahr in der DTM mit abgefahren in dem Audi A8 GT3 LMS. Und der Norrisring hat zwar nur 4 Kurven, aber ist super cool. Von daher, ja, wir fahren da die Start- und Zielgerade runter, kommen dann nur im 5. Gang bei der ersten Kurve an, weil die gerade relativ kurz ist, schalten den ersten Gang runter. Bremsen bei ca. 150 Meter, bei diesem 150 Meter Schild. Das ist eine Spitzkehre, super eng, wir haben da ja nur Leitplanken um uns rum. Dann beschleunigen wir wieder raus auf, ich glaube, in den 4. Gang hoch, auf so ein kleines S, die im 2. Gang gefahren wird. Da kommt es drauf an, wirklich Zentimeter genau an der Leitplanke am Scheitel zu fahren und dann auch am Ausgang alles auszunutzen. Und dann haben wir wieder eine relativ lange Gerade mit einem kleinen Knick. Bevor du in diesen Knick einlenkst, stellst du das Auto noch gerade, um dann zu bremsen. Vom 5. Gang in den 1. Gang wieder runter. Das ist nur eine Spitzkehre, die super wichtig ist, weil das die letzte Kurve ist, auf Start und Ziel wieder raus.